Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Axt im Walde. Wir spielen The Forest, beziehungsweise was ist neu in The Forest? Diesmal in der neuen Version von letzter Nacht. Die Version 0.67 inklusive 6.7 BW Beta. Wo wir auch noch immer nicht angelangt sind, aber die Entwickler lassen sich nicht nur Zeit, sondern die investieren hier die Zeit ganz gut, denke ich. In dieser Version hat es ja wirklich viele Bugfixes hier gegeben. Viele Verbesserungen, was hier den runden Spieleablauf betrifft. Zum Beispiel, das geht jetzt hier ein bisschen flüssiger, was das Waffenwechseln betrifft. Ja. Wohl aber ist es nicht mehr so einfach, so schnell die Waffen zu wechseln, da es schon mal vorkommt hier, dass man im Endeffekt diese Waffe in der Hand hat, die man eigentlich jetzt gerade zuvor hatte und eigentlich wechseln wollte. Aber das, ja, probiert das selbst aus. Auch neu, die Kick-Ban-Funktion soll wieder hier drin sein, beziehungsweise funktionieren. Was aber jetzt auch wieder funktionieren sollte und bisher noch nie funktioniert hat auf dedizierten Servern, dass hier Bäume nachwachsen, beziehungsweise wenn die Option aktiviert wurde. Ja, sollen wir einfach gucken hier im forum.2ftheforest.net, was in den Patch Notes alles tatsächlich vollkommen drin ist. Wir starten los mit dem Überlebensbuch und gucken uns die Tutorial-Seiten hier am Anfang an. Man sieht, das ist jetzt wirklich schon gut überarbeitet worden. Alles, fast alles, nahezu alles. Entspricht auch dem neuen Buchstil. Es sind ein paar Seiten hinzugekommen. Ich blätter das auch gerade mal eben durch. Hier die, wie heißen die, Effigies, ne? Die Totems, genau. Die sind noch im alten Stil verblieben. Oh, ich habe hier noch keine Viecher angetroffen. Ja, ich denke mal, hier ist auch ein bisschen Überarbeitung, wobei ich weiß nicht, vielleicht soll das ja auch so bleiben. Keine Notizen, keine Notizen. Ja, und auch hier die Statistikseite wurde wieder angepasst, damit hier die Farben dementsprechend, was man hier rechts unten sehen kann. Ja, und wir kommen direkt zur ersten Neuerung, die wirklich absolut neu ist. Das sieht hier aus wie so ein Baumstumpf. Ein ordinärer, das ist es aber nicht. Das hier ist in Wahrheit hier ein Waffenhalter, aber nicht der gewöhnliche, den wir hier von vorne kennen. Wo ist dieser? Hier, nicht das Weapon Rack, ja, das ist der Waffenständer, so ein ganzes Ständergebilde, so ein Aufstellerteil, sondern hier hinten bei den Dekorationen gibt es hier das Weapon Display. Eigentlich ist das mehr so ein zur Schaustellungsteil. Und wenn man das jetzt hier nicht an die Wand dran pappt, wir haben hier keine, ne? Sondern hier am Boden entlang führt, dann kommt das hier so ein, wird das so ein baumstumpfartiges Teil. Ja, das heißt, man kann jetzt seine Waffen hier drauf positionieren. Die Entwickler sagen, jede Waffe hat hier eine eigene Art und Weise, beziehungsweise Position, wie die abgelegt werden kann. Mit der Taste R, das ist ganz spannend, kann ich jetzt hier alle in meinem Inventar verfügbaren Waffen, wie auch bei manch anderen Gebäudetypen, problemlos durchschalten. Ja, die Axt ist, denke ich mal, das Erste, was hier abgelegt wird und das sieht dann doch schon spektakulär aus, ja. Es ist jetzt hier nicht sonderlich überraschend, dass, ja, vielleicht doch, dass alle Äxte hier die gleiche Position bekommen, bis auf die Axtähnlichen. Das sind dann die Keulen, die werden so abgelegt, wo man meinen möchte, die Entwickler, ja, die haben auch eine eigene Physik in dieser Welt. Auch hier die Kletteraxt, die wird so draufgelegt. Hier der Speer ist leider das ganz gleiche, auch leider mit hier dem Schwert, dem japanischen Katana. Und auch der Tennisschläger, hier die Leuchtpistole liegt hier wieder mal gerade eben auf. Und dies Teil auch. Jo, und ja, das war es ja eigentlich, ne? Ja, Bogen hier liegt auch so oben drauf. Jo. Und ja, das gewesen, ne? Hier, Waffenständer, Waffen-Display-Teil-Dings, das jetzt
wie man das auch vom, was das hier nochmal, Stockhalter und Baumstammhalter kennt, ein und dasselbe Gebäude in der Blaupause, beziehungsweise innerhalb der Blaupausenphase lässt sich dies dann verändern. So, wir kommen hier zu neuen Fallen, ich meine zu den Fallen, wo auch einiges neu ist. Und ja, das lässt sich jetzt vielleicht nicht so gut erkennen, aber hier diese, wie heißt die nochmal, die Schnappstachelfalle. Die meinen die Entwickler, wurde ein bisschen verbreitert. Im Allgemeinen wurden die Fallen dieser zwei Typen verlässlicher, was das Töten der Gegner betrifft, wenn die jetzt hier rein oder durchlaufen. Und das Teil sieht ja nicht nur anders aus. Das ist wirklich gut zu sehen, das ist riesig geworden, ne? Was aber auch neu ist, ist ja, dass ich hier jetzt von den Fallen als Spieler, gut, das kommt hier jetzt nicht an, auch verletzt werden kann. Jo. Und dann gibt es noch eine Neuerung bei den Fallen. Ich habe hier das vielleicht nicht so einfach zu sehen. Hier hinten habe ich, oh doch, das ist gut zu sehen. Eine von diesen kleinen Fallen hier aufgebaut. Es gibt hier, das ist jetzt die Brandfalle, richtig? Und dann gibt es ja noch die Molotow, na wie heißt eine Stolperdraht, Molotow-Falle, jawohl, und Stolperdraht, Brand oder Falle, so irgendwas. Diese beiden können jetzt ausgelöst werden durch Projektile, die abgeschossen werden. Ja, ich sag mal, in dem Fall von einem Pfeil. Jo. Und viel mehr gibt es in der neuen Version nicht, außer dass hier vielleicht noch der Schildkrötenpanzerschlitten jetzt neue Sounds bekommen hat, auch ein bisschen das Modell überarbeitet wurde, wie so vieles in dieser neuen Version 0.67 inklusive B von The Forest. Danke meine Lieben, Video fürs Zugucken, das war die Axt im Walde mit Was ist neu in The Forest, bis zum nächsten Mal, tschüss.